Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir die dritte Kammer der Himmelsstätten geschafft. Und ja, da ist schon wieder eine Woche vergangen. Ich habe wieder ein bisschen trainiert. Level 150 habe ich mit jedem Charakter erreicht, was ehrlich gesagt nicht so lange gedauert hat. Habe ich eigentlich ausrüstungsmäßig alles jetzt schon? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, bis auf Eisen haben alle Charaktere bisher alles gelernt, was ich hier lernen konnte. Ich glaube, Eisen hat nur noch einen Ring oder so. Ja, da muss ich. Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Ha, zwei Sachen. Okay, so viel dazu. Ja, und ich habe schon wieder vergessen, meine Tabelle raus, wo ich alles notiert habe, was ich gefunden und gemacht habe und so. Titelmäßig habe ich einige Sachen hier. Ja, das ist eine ganze Menge, das könnte ein bisschen dauern. So, ich habe mit jedem Charakter diese Level 150 Titel bekommen. Es scheint irgendwie keinen Titel zu geben, den man kriegt, wenn man Level 200 erreicht. 150 scheint schon das Maximum zu sein. Und ja, da habe ich für jeden Charakter genau diesen Titel bekommen. Das sind alles die, die jetzt gerade ausgerüstet sind. Das sind alles die besten Werte, die man hier hochleveln kann, sage ich mal. Hier Verteidigung, Fokus, Art, Angriff, Fokus, Angriff. So, dann habe ich mit jedem Charakter gemeisterte Ausrüstung, genau. Mit jedem Charakter habe ich jetzt Waffenmeister, also 100 gelernte, nicht gelernte Ausrüstung, gelernte Fähigkeiten von Ausrüstungen habe ich jetzt auch auf Level 3 gebracht bei jedem. So, dann habe ich bei einigen Leuten hier Seelenjäger bekommen. Also man bekommt, wenn man irgendwie 7777 mal hier Seelen aufsammelt im Kampf mit Rokuro, mit Lafisette und Eleanor, den Schnapper, den Jägerin und so weiter. Dann habe ich mit einigen Charakteren hier diesen Titel bekommen, wenn man am Kampf beginnen die Charaktere so und so viermal steuert. Bei ihr war das 1000 mal, nee, bei ihr war das nicht. Aber sie hat Menüexpertin genau gelernt, irgendwie 3000 Minuten im Menü oder so verbracht, genau ihr. Wer hat das bekommen? Magill und Eleanor haben das bekommen. Jetzt 500 Mal die Steuern habe ich wahre Eleanor und wahre Magillo bekommen. Glanzvoller Gladiator habe ich mit Eisen noch bekommen. Das ist 10.000 erhaltener Rang. Okay. Ich bin blind. Ja, egal. Das war's, glaube ich. Ja, das war's. Gut, dann habe ich einen speziellen Trick gemacht, den ich im Internet herausgefunden habe oder bei YouTube. Und der sagte, dass man, wenn man bestimmte Ausrüstungen hier ausrüstet, hier zum Beispiel das. Nee, warte, wo ist es? Ja. Ja, 30% Erfahrungs durch Erfahrung. Ich habe schon wieder heute 30% mehr Erfahrungspunkte durch Beastar. Und ja, das funktioniert ungefähr so. Das bringt irgendwie nichts, wenn ich jeden Charakter mit genau die Klamotte hier ausrüste, sondern das scheint sich nur, wenn man, weiß ich nicht. Ja, warte, das funktioniert so. Man muss mit dem bestimmten Charakter auch den Gnadenstoß versetzen, erst dann kriegt man ja die Bonus-Erfahrungspunkte. Bringt mir nichts, wenn ich mit jedem Charakter das ausrüste. Ich bekomme dann nicht, wenn ich bei jedem jetzt 20% hier ausrüste, dass ich dann 100% zusammenkriege. Ne, das muss schon alles ein Charakter sein. Und dann soll man zum hier erste Kammer-Boss gehen. Also einmal die Kammer durch latschen und dann zum Boss gehen. Und den auf leichten Schwierigkeitsgrad, also einfach, ja, wird auf Chaos gestellt natürlich. Ja, mit dem Charakter, den man diese ganzen Sachen ausgerüstet hat, hier besiegen, dann kriegt man irgendwie wie viel war das? 180.000 Erfahrungspunkte und ja, nach irgendwie 2-3 Kämpfen hat dann jeder ein Level up immer. Deswegen ging das relativ schnell. Also das ist jetzt mein Trainingsspot. Ich habe die 25 Level, die ich hochgelevelt hat, die dauerten echt nicht lange. Und ja, dann habe ich noch Folgendes gemacht. Ich glaube, dafür gehe ich aber noch mal raus und speichere extra. Weiß ich, tue ja wieder voll produktiv Zeit verschwinden, aber was soll's. Ich habe mal bei jedem Charakter geguckt, welcher Charakter hier die höchsten Werte in welchem Bereich hat. Da habe ich einfach bei
mit jedem Charakter irgendwie alles hier weggerüstet und dann den Status verglichen bei jedem. Ich habe jetzt also jeden Charakter den höchsten Wert sozusagen hier noch ein bisschen hochgeballert. Also bei Luffy ist jetzt halt zum Beispiel Art Verteidigung, deswegen habe ich seine Ausrüstung so auf Art Verteidigung und so gefokust. Bei Rokuro ist das Verteidigung und KP, aber ich wollte ihn auf Verteidigung hier basieren, damit ich Velvet mehr so auf KP konzentrieren kann, weil ich glaube, wegen ihren Seelenbrecher ist er am besten. So, er hatte Fokus, das ist jetzt natürlich jetzt wieder untergegangen, weil ich eine andere Rüstung ausgerüstet habe, bei ihr Art Angriff und bei ihr Angriff. Also ja, nee, brauche ich noch nicht. Ich wollte eigentlich hier die ganzen Kräuter mal einsetzen, aber weil nee, ich habe mir da so mal richtig alles angeguckt, so ein bisschen professionell. Ich weiß, es war Blind hier das Spiel, aber so mache ich das halt und weiß nicht. Ich habe irgendwie nachgeguckt, was der höchste Wert für jeden Charakter sein kann. So, wir gehen schon mal weiter, während ich hier durchplappern, ne? Wäre vielleicht eine sehr gute Idee. Ja, wir machen einfach weiter. So, so einen Raum haben wir noch nicht gesehen. Ach ja, und ich habe alle Ausrüstungen von jedem Gegner hier gefarmt. Also alle Sachen hier habe ich jetzt schon. Muss ich jetzt nicht extra gegen die kämpfen. So, so als ich halt erstmal in so einem Raum war, war ich total verwirrt. Habe ich offscreen zum ersten Mal gesehen. Und ja, jedes Mal, wenn ich mich dahin bewege, komme ich wieder zum Anfang. Da habe ich mir erst gedacht, hör, muss ich vielleicht... Geh weg. Du Pisser, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich habe mal Luffyset am Anfang gemacht, weil wegen seinem Titel war er Luffyset. So, ich habe gedacht, man kann hier irgendwie drüber schleichen oder so. Nein. Das ist richtig dämlich. Ja, man muss einfach nur auf ein Geoboard beziehungsweise auf ein Geobesen. Ich glaube, dieses Skelettviecher habe ich noch gar nicht. Verdammter Dreck, muss ich immer noch was farmen oder was? Hier sehe ich ja zum ersten Mal. Was verdammt, ich habe doch irgendwie voll auf aufgepasst. Oder habe ich die schon? Nee, ich habe die noch nie. Boah, ich habe doch hier extra. Egal. Ich habe ja nicht so oft reingeschaut in diesen Ort. Sondern wenn man die Wände berührt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was passiert. Ich renne weg. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, man landet wieder am Anfang. Und bei diesen Räumen ist echt doof. Wenn das Ding berührt, dann kommt man ganz am Anfang. Und deswegen mache ich Folgendes. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Übung hier, wie alles geht und so. Ich gehe jetzt einfach noch mal rein und raus. Und dann sollte hoffentlich irgendwie ein anderes Setup kommen. Wie das hier zum Beispiel. Das ist am besten. Dann kommt direkt der Boss. Also ich weiß jetzt mittlerweile, wie das hier alles so funktioniert. Wie ich das ein bisschen so manipulieren kann. Also dürfte das ein bisschen schneller jetzt vorangehen. Das habe ich noch nicht. Aber ich habe einen Doppelgänger hier von den Monstern bekommen. Das finde ich echt putzig. Ja, das ist eine Mini-Magilu. Aber wir haben jetzt wieder was Neues. Angriff. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich habe jeden Charakter, ich habe geguckt, was die höchsten Maximalwerte sein können, die man erreichen kann. Und zwar 1999 ist der Maximalwert auf alles. Aus HP, das ist auf 9999. Oder ja, weil ich ein bisschen random finde, weil warum nicht direkt 2000? Oh Gott, wir sind noch gar nicht okay. Und nee, nicht so ein Trick. Okay, könnte doch nerviger werden als gedacht. So, stimmt, wenn man irgendwie jetzt zum ersten Mal hier durchgeht, dann muss man wahrscheinlich so was hier machen, ne? So, genau das habe ich gesucht, eine Katz. Die werde ich jetzt mit allen möglichen bezahlen, damit wir das hier schnell machen können. Ich versuche die Generation der Bosheit. Ich habe genug Katz sehen, also wird mir immer angezeigt, wo ich hin muss, dann habe ich auch noch mehr Zeit und also was. Irgendwie kein Grund, das hier nicht einsetzen. So, wir sind aber noch drei Truhen. Ich weiß nicht, ob da immer geile Sachen drin sind oder nicht. Ach, wir sind hier in diesem Turm. Logres, glaube ich. Ja, so viel dazu, dass es hier schneller geht.
Wie gesagt, 1999 finde ich ein bisschen random. Bei so älteren Spielen wie Final Fantasy 1 konnte ich noch verstehen, dass der maximal HP Wert zum Beispiel 999 war, weil ich da konnten die irgendwie nicht vierstellige Zahlen oder so gut programmieren oder irgendwie sowas. Aber wir sind jetzt bei vierstelligen Zahlen, 1999. Warum dann nicht direkt 2000? Das ist ein bisschen random, finde ich. Wie gesagt, Final Fantasy wieder. Den meisten Schaden, den man, glaube ich, anrichten kann, ist 99.999. Was machen die irgendwie, damit sie irgendwie nicht, halt nicht, fünfstellige Zahlen programmieren müssen oder irgendwie sowas? Da kann ich ja verstehen, aber du hast immer noch vier Zeilen irgendwie, wenn du, vier Ziffern, wenn du irgendwie von 1.999 auf 2000 gehst. Also das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Aber okay, ich habe ja keine Ahnung von sowas. Ich bin kein Programmierer. Ich bin nur ein kleiner Let's Player. Mit einer unterdurchschnittlichen Zuschauerrate. So. Das letzte Truhe. Also auf jeden Fall schon mal, wo das Ding hier ist. Dieses Dunkelheitsdingen. Bestimmt da in der Mitte, ne? Wo ich reingekommen bin. Ja, genau hinter mir. Bin ich hier aufgetaucht? Nee, ne? Riesentintenfischpizza, cool. Meine Expedition ist zurückgekommen. Ich habe mal irgendwo anders hingeschickt, weil ich glaub, das letzte ist irgendwie Melone und Schokoladensoße. Hier, die letzte Insel. Und ich habe schon 99 von beides. Deswegen schicke ich jetzt mal an verschiedenen Orten irgendwo Leute hin. Na, ich bin 7 Sekunden unbesiegbar. Ich glaube, irgendwie sowas hat er ausgerüstet. Gut, wenn wir jetzt hier reingehen. Okay, weg. Ja. So, wenn wir jetzt hier aktivieren, dann. Ach ja, muss man erst mal Leute hier töten. So, ihr müsst mal was hinterlassen. Wollte ich nicht noch mal extra farmen. Wie Level seid ihr überhaupt? 141, ich glaube, ich muss danach immer noch trainieren. Aber wir sind Level 150, vielleicht können wir ja mal Phoenix probieren. Müssen wir ja mal langsam schaffen, ne? Oh, hier ist besser. Schwäche, Feuer, ich greife sogar mit Feuer an. Was mehr kannst du denn dir noch verlangen? Aber es gibt. Der hat mir 7800 abgezogen. Okoro hat. Was? 1000 Verteidigung mittlerweile? Dann macht aber keinen Sinn, ey. Meist mit Schutz setzt Feuer ein, verdammt. Ah, Feuer. Was ist das? Shit, spiel ich manchmal. Also wie ich herausgefunden habe, ist irgendwie Velvet sowieso der einzige Charakter, der irgendwie vollkommen überpowered ist. Keine Ahnung, ich habe irgendwie gehört. Boah, Eleanor. Irgendwie gehört, dass man ihr einfach das Spiel soloen kann. Also überrascht mich jetzt nicht so. Ihr. Du! Du blödes Viech! Ich habe mich an so blöden Viecher aus Tetris F, die immer irgendwie geklatscht haben und dann einfach abgehauen sind. Kotzt mich an. Oh. Also wir machen irgendwie Fortschritt. Ich möchte mindestens 2 Kammern hier schaffen. Ich glaube, dann wäre ein guter Zeitpunkt, irgendwie bis zu Level 200 zu trainieren oder 175 oder irgendwie so weit. Mal schauen. Es dauert nicht so lange. Also so Viech irgendwie hin zu rennen und das zu besiegen, das ist, weiß ich nicht. Je nachdem, was für einen Raum man hat, dort hat so 2-3 Minuten. Dann noch 1 Minute, um das Viech zu erledigen. Also, oh mein Gott. Das Viech, ey. Die Viech habe ich jetzt eigentlich nicht so stark in Erinnerung. Ich habe ja auch Chaos bekämpft. Die blöden Amseln-Viecher, ey. Boah. Wenn die hier auftauchen, ne?
Was hier aus? Die nervigsten Viecher aller Zeiten. Ich hoffe, die tauchen hier nicht auf. Ey. Jetzt kriege ich echt einen Anfall. Ich brauche viel zu lange, um die Gegner zu erledigen. Ey. Muss ja gleich mit dem Zeitlimit noch erledigen. Nichts Neues bekommen, verdammt. Ey. So, wie viel habe ich jetzt Zeit? Ich habe 8 Minuten für 3 Dinger. Hat's gezeichnet. Du blöder Pisser, du stehst genau darauf, wo ich jetzt gerade hin muss. Ey. Das kann aber nicht wahr sein. Was hat? Nein, der macht mich einfach fertig, wenn er mich trifft. Aber er tut mich nicht treffen. Die Viecher sind auch nervig, die tun einen irgendwie One-Shotten, habe ich so ein Gefühl. Ich habe nur einmal gesehen, irgendwie, wie einer von ihnen umgefallen ist und dann war auf einmal meine halbe Truppe irgendwie K.O. Der umgefallen ist, ey. Auf die. Ha, ihr seid witzig, jetzt muss ich auch nochmal... Naja, mich kurz fassen hier, Mystic Arts. Blöd einsetzen. Er hat auch eine neue Waffe übrigens, die irgendwie mich an eine Waffe aus Tales of Hysteria erinnert. Mir ist eingefallen, irgendwie stimmt ja, Layla, die hat ja auch mit Papier gekämpft. Stirb bitte. Nein, der wird nicht sterben. Also er rennt nicht jetzt wieder davon, wenn ich das hier einsetze. Und Eleanor war mit einem Schlag weg. Was zum Teufel? Boah. Wieso sind... Ich habe genau gesehen, was da passiert ist. Sie haben die... Die haben mit einem Stock angegriffen, ey. Wieso tut deren Stock so... Alter! Warum tun deren Stock so weh, ey? Oh nein. Boah, Leute, Alter, was ist hier los? Ihr blöden Viecher, ihr seid da, ne? Boah, das wird schon wieder sehen, ne? Wir tun so kleine Zauber einsetzen. Wir sind halt verdammt schnell beim Zaubern. Ja. Wer hat denn wiederbelebt? So, ich habe wohl Koro eigentlich in eine Strategie eingestellt, da sich Seelenbrecher einsetzen soll, um sich zu heilen. Sieht man ja, was das bringt, ne? So, ich habe 2 Minuten ja beinahe gebraucht, verdammt. Und noch 2 übrig, das kommt locker hin. Boom. Oh nee, nicht schon wieder. Weg. Aber auf Laufzeit loszugehen, ey. Man hat so gut in Position, aber ich konnte mich erwischen. Ich mag es nicht, irgendwie nicht nur auf Welbe zu. Boah. Irgendjemand hat 5000 abgezogen. Verstehe ich irgendwie nicht. Okay, Roku hat irgendwas mit 1000 Verteidigungen. Die machen immer noch 5000 Schaden. Alter! Aber könnt ihr mal aufhören, so schnell zu verrecken? Ja, geil. Au. Seid ihr, ne? Ihr seid das. Ja, die geilen Heilzauber, die bringen sich voll. Mich dazu irgendwie was zu töten. Ja, du hast mir wortwörtlich 200 HP geheilt. Hey. Die Heilzauber auf Chaos so runtergeballert haben, ne? Ich muss gleich hier.
Nein, das ist irgendwie nicht wahr. Hallo? Schon wieder jemand tot. Oh, Leute, was macht ihr denn hier? Ich brauche noch die Tränke des Lebens. Schon wieder tot, ey. Boah, was machen wir? Ich brauche gleich noch Tränke des Lebens für den Boss. Und bitte sagt mir nicht, da sind wir schon wieder Zauberer. In dem einen Ding. Warum werden wir nicht geheilt danach? Was? Oh, willst du mich verarschen? Verpisst euch. War schon wieder ehrlich. Ich muss euch erledigen. Ihr seid irgendwie das Schlimmste der Zeiten. Boah. Komm her. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Alter, wir müssen nicht auf den Arm nehmen. Wie viel Angriffskraft haben die? Guck sich meiner die Werte von den Viechern an. Ich glaube, 150, ey. Alter! Ey, ich muss gleich Elixier einsetzen. Boah, was soll ich denn jetzt hier machen? Warum ist deren Stock so stark, ey? Deren Zauber ist noch nicht mal so stark, habe ich das Gefühl. Was war das jetzt? Kann nur einen Angriff machen. Und irgendwas töte irgendjemanden, bitte. Oder viel abgezogen. Töte irgendwas, bitte. Ich habe nur eine Minute, merke ich gerade. 2 Minuten ungefähr. Der ist immer noch nicht tot. Oh, Leute, ihr könnt nicht so oft frecken. Ihr könnt einfach nicht so oft frecken. Oder wird heute nicht mehr mit viel aufnehmen. Weil ich immer noch trainieren muss anscheinend. So, bitte jetzt nicht frecken. Wir können uns das nicht so leisten. Ich brauche noch Tränke des Lebens für den Boss, hallo. Was soll ich machen? Voll die High-End Ausrüstung und all sowas, namenlose Montur, cool. Okay, wo war das nochmal? Nein, namenlose Montur. Das war für die Mädels, ja. 13% des annullierten Schadens wieder zurück. Es gibt noch nicht mal viel Verteidigung. Es gibt 4 Verteidigung, ja, aber. Gibt da irgendwie so Klamotten, die geben ein. Ich muss meine Leute heilen. Ich muss meine Leute vorm Kampf heilen. Wo sind wir denn hier? Ach, ich weiß, woran das liegt. Boah. Ich habe Autokochen ausgestellt. Ja, das war sehr gut. Deswegen klappt das nicht. Deswegen werde ich auch immer nach dem Kampf geheilt, ey. Boah. Ich bin auch so ein Schwach, genau ein Idiot, ne? Keine Ahnung, ich habe da mal ausgestellt, weil ich nicht die ganze Zeit meine Gerichte hier verschwenden will. Jetzt macht das auch Sinn, warum ich nach dem Kampf geheilt werde. Ich habe mich vom Anfang an des Spiels immer gewundert, warum ich mich nach dem Kampf immer voll heile und es trotzdem irgendwie so Fähigkeiten gibt, die ein KP nach dem Kampf zurückgeben. Jetzt weiß ich auch, woran das liegt, ey. Boah. So hardcore Facepalmen. So, noch ein Drache? Ja. Und ich habe nur Elixiere zum Einsetzen für Wiederbelebung. Das wird lustig. Leviathan. Okay, mal gucken, wie hart du bist. Du wirst bestimmt nicht meine Leute so auf K.O. hauen, oder? Erde, Wind. Er geht doch nicht direkt auf mich los, ey.
Oh mein Gott, ist genau das, was nicht passieren sollte. Jetzt schön. Na, jetzt habe ich wieder keine 5 Dinger. Danke. Bin nicht irgend so ein Killerangriff. Nein, 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 nein. Ja, danke. Oh, geil. Ja, setz ein Ding zu ihm ein. Boah. Wird schön seine Dreier Mystikart einsetzen, aber der musste mich ja kurz betäuben, ne? Mit den natürlich wieder abziehen, ne? Da, einfach nur wahr, ne? Hier habe ich meine 5 Dinger in Schmerz. Indignation. Nein, das reicht natürlich nicht. Nehmen Papier. Kann es sein, dass der Boss so viel einfacher ist als die normalen Monster? Ja, doch, da will die mal sein. Wie schafft es Luffy jetzt, ihn zu betäuben? Nicht mal Eisen schafft es. Und der 1000, sag mal, verarscht mich das Spiel ja irgendwie. Eisen hat irgendwie mit 1000 an Fokus. Der Boss ist auch irgendwie einfach, habe ich so Gefühl. Ja. Ja, solange uns jetzt alle mit einem Schlag tötet, weil alle irgendwie voll wenig AP haben, werden wir noch schön gemütlich. Und wie er sich zerstören lässt, ey. Der Tod. Ich bloß nicht mit Zauber, die uns hier alle töten, ey. Damit habe ich den Nominat schon genug. Boom. Wollen wir gesagt. Das war relativ einfach. Daran ist Ignizium, ne? Die Beute hat von zufälligen Fähigkeiten, die der Charakter hat. Das ist irgendwie nicht gut. Gut, jetzt nicht den Fehler machen und nicht den Teleport aktivieren. Okay. Mal noch ein Bademantel, ein Tuch halt. Boah, wir haben so eine Storyline, ehrlich. Können wir nicht einfach mal ewigen Frieden haben? そして精霊と人間が救われない理由なのです。そうね。それはメルキオル様が言っていたことと同じ。世界の仕組みを知る口先だけではないの。あいつは何者なの？僕も聞いてみたにゃ。私は天族だった。って言ってたにゃ。あの人が天族？事実だとすれば。 Wie kommt es, dass wir solche wichtigen Sachen nur in der Bonus Dungeon bekommen? Heiße Quellen, Eisen erhalten. Heil bekommen, heiße Quellen, Klamotten. Ja, Teleporter bitte. Boom. Verstehen wir noch nicht, was das mir hier bringt. Trank des Lebens. Was? Oh, du hast mir Trinke des Lebens zurückgegeben. Geil. So, aktivieren. Ja, fünfte Kammer. Oi, 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 oi. Hier schon mal wieder so ein Rätsel. Das kotzt mich an. Wie stark seid ihr? 150. Na komm. Zeig mal, wie lange das hier dauern könnte.
Ja gut, dass ihr mir Tränke des Lebens zurückgegeben habt, ey. Hat auch manchmal echt was damit zu tun, wie stark die Gegner sind oder wie nervig die Gegner sind. Wenn ich dann schon wieder so was sehen, ne? Die gibt mir irgendwas Neues. Magellos tot. Alter, Leute. Wollt ihr ja nicht hier... Aua. Bei jedem Dungeon hier so eine... Alter, wie soll ich denn das überleben? Ich bin Level 150. Ich bin auf eurem Level. Aua. Haben sie Magellos einfach so weggeklatscht. Wie könnt ihr es wagen? Sich... Alter. Was ist das? Also, was hier? Hallo? Und zum Glück werde ich. Ja, ich werde hier wieder hingebracht. Boah, wenn ich. Oh, fünfte Kammer, Gott sei Dank, ey. Boah, ich hätte so einen Anfall bekommen, ne? Wenn ich das wieder noch mal machen müsste, ey. Okay, wir gehen erstmal hier raus. Gehen speichern. Ich kann anscheinend nicht. Weiter mal, ich muss echt bis Level 200 leveln, weil sonst sind die Gegner hier. Wir werden von jedem Gegner hier gewonshottet, das ist nicht normal. Stehe irgendwie nicht. Und da werde ich irgendwie noch die Ausrüstung hier farmen. Und ja. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal an Phoenix in der nächsten Folge. Bei Level 150 und so. Und wir haben jetzt nicht so schlechte Aussichten gehabt beim letzten Mal, beim letzten Versuch. Also ja, versuchen wir das mal. Gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann bitte hinterlasst doch mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch ein bisschen weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.